Instagram, Social Media, wie auch immer. Das erste, was dich anlacht, sind Leute, die um 4.20 Uhr aufgestanden sind. Schon die Hälfte, schon 3 Stunden trainiert haben. Ja, also du stehst eigentlich in der Früh auf und fühlst dich schon als Niederlage. Schönen guten Morgen. Schaust da rein und denkst, ah, der hat schon vorher mit trainiert. Ich wollte eigentlich auch noch trainieren, aber ich habe nur 5 Minuten, ah, das bringt jetzt auch nichts. Und die Kinder schreien schon, ich muss in die Arbeit und essen, ja, also Diät und also gesunde Essen, das mache ich auch noch irgendwann. Du hast 100% Zeit, du hast 100% Energiepotenzial und das macht mich nicht mal wütend, sondern das macht mich echt traurig, dass ich sehe, dass man so viel mehr da rausholen könnte. Mit nicht dem Aufwand, was der Leute kann, sondern 2-3 Mal die Woche eine halbe, dreiviertel Stunde trainieren. Ja, eine gewisse Art und Weise. Sich mit Ernährung ein bisschen beschäftigen, aber einen Rhythmus zu finden, wo ich sage, ich kann mir das modulartig herrichten, ich habe jetzt nicht die großen Arme Familienessen, weil ich der Einzige bin, der nicht irgendwas isst, das ist ja abnormal. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, nur das forscht natürlich keiner, ich glaube, dass das Dinge sind, die dich wirklich zugrunde richten. Diesen, ich will, mache aber nicht. Weil, genau, und dann, aber kommst nach der Familienfeier um 23 Uhr nach Hause und dann räumst du die Süßigkeitenlade aus. Was das, abgesehen von den Süßigkeiten, was das mit deinem Kopf macht, Schuldgefühle, ist doch furchtbar. Warum muss unser ganzer Bereich, die ganze Fitness immer mit Schuldgefühlen zu tun haben? Ah, ich soll das noch mehr machen und, ah ja, stimmt, das muss ich auch noch machen. Und ich habe jetzt 20 Wiederholungen gemacht, aber ich hätte doch 21 machen können. Man kann auch mal zufrieden sein. Das heißt nicht sich anlügen, sondern man kann auch mal sagen, okay, heute haben 19 gereicht. Reinhören. Und nicht, oh, no pain, no gain. Und ja, aber was ist, wenn du pain and no gain hast? Das ist auch ein Problem. So, und dort befinden wir uns ein bisschen in unserem Ding. Und deswegen mache ich alles, nur nicht Fitness. Bisschen unser Geschäft ist Accountability, unser Geschäft ist Coaching, Leute betreuen, soziale Netzwerke auffangen, Verhaltensänderungen, Leute durchführen, dass Leute da sie selbst sein können. Alles andere passiert in einem gewissen Zeitraum nachher auch. Ja, musst du Arbeit reinstecken? Ja, musst du. Überraschenderweise. Aber nicht so, wie du denkst. Du darfst dich auch gut dabei fühlen. Es reicht nicht, sich nicht zu hassen, sondern man muss sich leben. Energiepotenzial oder auch Greg, was ist dein heißester Tipp, um mehr Energie unter Tags zu bekommen? Was kann ich machen? Welche Übung kann ich machen? Welche Rituale in der Früh? Was soll ich essen in der Früh? Ich brauche mehr Energie unter Tags. Meine Lieblingsantwort ist, Mein Number One Energy Booster Worldwide, was auch immer, ist weniger Schuldgefühle haben. Weniger Schuldgefühle haben, weniger Sorgen haben. Vielleicht geht es nicht immer darum, mehr Energie zu bekommen, sondern vielleicht geht es darum, weniger Energie zu verschwenden. Was heißt das konkret? Meine Branche, die Fitnessbranche, arbeitet wunderbar mit dem Belohnungs- und Bestrafungsprinzip. Es hat ganz viel mit Schuldgefühlen zu tun, es hat ganz viel mit, das sollst du essen, das sollst du nicht essen. Du musst genau 12 Kniebeugen machen unter der Last 72% deines Maximalgewichts, damit du dich nachher gut fühlst. Wer sagt das? Und wenn ich es erreiche, boah, dann ist dieser eine Moment, wo es ein richtig gutes Training war, das ist so circa einmal alle 6 Wochen oder wenn es ganz blöd läuft, einmal alle 6 Monate, aber dieses Training fühlt sich mörderisch an. Warum können wir uns nicht von diesen verschissenen Schuldgefühlen lösen und sagen, okay, was muss ich tun, damit es mir an dem Tag besser geht? Und zwar mit vollster, unter Anführungszeichen, Härte gegen sich selbst. Das heißt, ich brauche mir jetzt nicht ins Gesicht lügen und sagen, ja, ich glaube, heute brauche ich 7 Pizzen und 23 Schokocroissants. Sondern zu sagen, okay, bin ich unter Anführungszeichen zu soft? Das heißt, bringen mich Dinge zu schnell aus meinem Alltagsrhythmus heraus? Das heißt, vielleicht brauche ich mal wieder eine härtere Trainingseinheit, brauche ich die alleine, brauche ich sie mit einem Coach, brauche ich sie in einer Gruppe, muss ich mir Sicherheit bei dem ganzen Ding holen. Und man darf auch mal zufrieden sein mit seinem Training.
und nicht überanalysieren, nicht überdenken, nicht, ich hätte das noch machen können, ich hätte das noch machen können. Was ist, wenn eine Trainingssession einfach mal das Folgende sein kann? Das habe ich heute selber ausprobiert. Was ist, wenn wir uns einen Frame Carry oder einen Yoke oder Farmer Handles oder einen Sandbag oder was auch immer schnappen, mit einem minimalen Gewicht beginnen, eine Länge gehen. So, dann machen wir das 5, 6, 7, 8 Länge mit Pause dazwischen und wir steigen das Gewicht so lange, bis es sich ein bisschen schwer anfühlt. Und an manchen Tagen muss es sich ganz schwer anfühlen. Warum müssen wir jede Trainingssession als Olympia-Finale über 100 Meter sehen? Ein Training ist ein Training und mehr ist es nicht.